Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beantragen heute eine Änderung des Berliner Betriebegesetzes, mit denen das vor einem Jahr hier beschlossene Stadtwerk die Möglichkeit bekommt, aus seinem kümmerlichen Nischendasein herauszutreten und zu einem wirklichen Stadtwerk zu werden, zu einem Stadtwerk, das auch Kunden hat in Berlin und das in den Wettbewerb, in einen ernstzunehmenden Wettbewerb mit dem marktbeherrschenden Unternehmen Vattenfall treten kann. Wir beantragen dies knapp ein Jahr nach dem Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Energieversorgung, wo damals über 600.000 Menschen sich für die Bildung eines Stadtwerkes ausgesprochen haben. Und ich gehe davon aus, dass der Großteil dieser 600.000 Menschen, die damals für die Rekommunalisierung der Energieversorgung und für ein Stadtwerk gestimmt haben, auch das Interesse gehabt haben, perspektivisch Kunde eines solchen Stadtwerks zu werden. Ich denke, es ist Zeit, ein Jahr, nachdem wenige Tage vor dem Volksentscheid die Koalition die Bildung eines Stadtwerks beschlossen hat. Manche haben vermutet, das hat vor allen Dingen den Zweck gehabt, dem Volksentscheid den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das sind böse Zungen, die das behaupten. Sondern wurde ein Stadtwerk beschlossen, das auch hier intensiv diskutiert wurde und das von Anfang an unter dem Verdacht stand, dass es ein Bonsai-Stadtwerk wird. Und ich erinnere daran, ich habe damals in dieser Diskussion gesagt, mit dieser Auflage, mit der Auflage, die damals im Gesetz formuliert wurde, dass das Stadtwerk nur selbstproduzierten Strom aus erneuerbaren Energiequellen und hocheffizienten KWK-Anlagen vermarkten darf. Aber ein Handeln, das heißt der Verkauf von vorher eingekauftem Strom, zum Beispiel von der Strombörse, untersagt wird, dass ein solches Stadtwerk nicht in der Lage sein wird, sich zu entwickeln, einen vernünftigen Kundenstamm aufzubauen und dass ein solches Stadtwerk auch keine Perspektive des Wachstums hat und dass es deshalb kein ernstzunehmendes Stadtwerk wird. Der Kollege Buchholz hat es damals gesagt, es wird ein Stadtwerk 3.0. Bislang haben wir nur die 0, aber die 3 fehlt noch. Und deshalb beantragen wir an dieser Stelle die Änderung des Betriebegesetzes. Und die Befürchtung, die wir damals geäußert haben, dass das Stadtwerk mit dem Verbot des Stromhandels keine Wachstumsperspektive hat, ist bestätigt worden durch die Untersuchung der Berliner Wasserbetriebe, die mit dem Aufbau dieses Stadtwerks beauftragt wurden. Die Berliner Wasserbetriebe haben auf der Grundlage der Vorgaben, der gesetzlichen Vorgabe des Abgeordnetenhauses, untersucht das Geschäftsmodell, das auf dieser Grundlage möglich ist. Das Ergebnis der Berliner Wasserbetriebe ist, ich zitiere, dieses Unternehmen, dieses Stadtwerk wird kurz- bis mittelfristig nicht wirtschaftlich betreibbar sein auf der Grundlage der vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Vorgaben. Es wird frühestens 2024, das heißt von heute an in 10 Jahren, frühestens in 10 Jahren, den Break-Even-Point, das heißt den Punkt, an dem Kosten und Erlöse ausgewogen sind, wo die Erlöse die Kosten decken, erreichen. In 10 Jahren. Und es wird frühestens 2020 einen Kundenstamm von maximal 1%, das heißt von maximal 30.000 Menschen haben, in 2020 unter den Vorgaben des Abgeordnetenhauses. Auf dieser Grundlage hat der Vorstand und hat der Aufsichtsrat der Berliner Wasserbetriebe völlig nachvollziehbar beschlossen, ein solches unwirtschaftliches Stadtwerk werden wir nicht in Szene setzen. Sondern man hat sich unter dem engen Korsett des Abgeordnetenhauses dann dazu entschieden, wir bauen Anlagen erneuerbarer Energien auf den Flächen der Stadtgüter, kommen ein paar neue zusätzliche Windräder hin. Sage ich aber, dazu braucht man eigentlich kein Stadtwerk, weil das machen andere auch in Brandenburg. Und die Stadtgüter hatten durchaus auch Interessen. Und das Ganze wird eingespeist in das allgemeine Netz.
Die Berliner Wasserbetriebe mit ihrer Tochter kassieren dort Einspeisevergütung nach dem Erneuerbaren Energiengesetz. Das heißt, das geht in das allgemeine Netz. Das heißt, es gibt keinen Stromvertrieb an Kunden. Niemand kann Kunde dieses Stadtwerks werden. Das ist eine Berliner Novität, ein Stadtwerk ohne Kunden, das mit diesem grandiosen Gesetz der Großen Koalition hier beschlossen worden ist. Und die Berliner Wasserbetriebe haben aber auch gleichzeitig untersucht, was wäre das Geschäftsmodell, wenn diese Stadtwerksbremse aus dem Gesetz, also dieses Handelsverbot, fallen würde. Das Ergebnis ist, das Stadtwerk würde Gewinne im Jahre 2017 schon machen. Der Break-Even-Point wäre im Jahre 2020 erreicht. Und die Berliner Wasserbetriebe prognostizieren, dass mit den Handelsaktivitäten, die es ermöglichen, einen Kundenstamm aufzubauen, daraus Gewinne erwirtschaften kann und daraus neue Investitionen in Energiedienstleistungen und in neue Erzeugungsanlagen investiert werden kann. Das heißt, das wäre ein tragfähiges Geschäftsmodell gewesen. Die Berliner Wasserbetriebe wären auch bereit, dieses Geschäftsmodell umzusetzen und ein wirkliches Stadtwerk aufzubauen, wenn diese gesetzliche Restriktion fallen würde. Deshalb haben wir beantragt, das Berliner Betriebegesetz dahingehend zu ändern, dass den Berliner Wasserbetrieben die notwendige unternehmerische Freiheit gegeben wird. Das sage ich auch insbesondere der CDU, die ja sonst immer für die unternehmerische Freiheit eintritt oder es vorgibt jedenfalls. Lösen Sie diese Stadtwerksbremse und schaffen Sie die Möglichkeit, dass das Stadtwerk sich entwickeln kann, dass es ernst zu nehmen ist, und räumen Sie bei dieser Gelegenheit auch den Verdacht aus, dass Sie nur eine Alibi-Konstruktion damals beschlossen haben, sondern machen Sie deutlich, dass Sie ein wirkliches Stadtwerk wollen. Und da wir kurz vor Weihnachten sind, erfüllen Sie dem Kollegen Buchholz den sehnlichen Wunsch, den er immer wieder äußert, er möchte Kunde dieses Stadtwerks werden. Und da er nicht der Einzige ist, sondern 600.000 Menschen diesen Wunsch beim letzten Volksentscheid geäußert haben, das finde ich, sollten wir Ihnen diesen Gefallen tun, und ich bitte um Ihre Zustimmung, und der CDU sollte ihre Blockade an dieser Stelle aufgeben.